Und was war der Text, den Foucault vor seinem Tod geschrieben hat? Na gut, Biopolitik. Ja, Foucault hat sich also gerade im Ende seines Lebens sehr eminent mit modernen Transformationen der Macht beschäftigt, und das heißt mit den Transformationen, die sich im 19. Jahrhundert eingestellt haben. Dafür stehen Stichworte wie Disziplinargesellschaft, wie Biopolitik, wie Regierungstechnologie etc. Und an solche Fragestellungen knüpft... Das sind ja alles französische Ausdrücke. Ja? Sie klingen in Deutsch nicht gleich eingeführt, also ein bisschen blass manchmal. Ja. Ja? Was bedeutet das, Disziplinargesellschaft? Mhm. Was bedeutet das? Das ist ja Ende des 19. Jahrhunderts. Die endet im 19. Jahrhundert? Ja, die endet im 20. Jahrhundert. Und das Interessante ist vielleicht, dass der Begriff des Disziplinarregimes eine Fragestellung ist bei Foucault, die sich weder auf die Seite der Soziologie noch auf die Seite der Politologie zuschlagen lässt, sondern eine seltsame Zwitterstellung dabei einnimmt. Und zunächst mal müsste man sagen, der anschaulichste Gedanke, der in der Frage der Disziplinargesellschaft formuliert wird, ist der, einen Sachverhalt wie etwa das Gefängnis als universale soziale Funktion zu begreifen. Das heißt also, ich bin auch in der Ehe in einem Gefängnis, genau. Ich bin auch in der Schule, in der Kaserne, in der Fabrik und so weiter. Ja. Also das ist der, wie soll man sagen, die intuitive Seite dieser Disziplinargesellschaft. Es gibt einen Ort, der gegenüber anderen privilegiert ist, also sozusagen Gesellschaft zeigt, wo die Gesellschaft sich selbst sieht, wo sie ein intensives Selbstverhältnis vorführt, und das wäre das Gefängnis. Und das geschieht aus der Perspektive von Foucault in mehrfacher Hinsicht. Das heißt, zunächst mal, das Gefängnis ist nicht einfach ein Ort der Einsperrung, sondern es ist ein Ort der Besserung. Und zweitens, dieses Gefängnis ist kein dunkler Kerker mehr, sondern ein lichter Bau, Licht durchstrahlt. Er stellt also die Individuen, die dort versammelt sind, ins Licht. Und der nächste Schritt wäre, Foucault fragt, in welches Licht werden diese Individuen gestellt? Sie werden ins Licht der Macht gestellt. Es gibt also eine Perspektive, es gibt eine Beleuchtung, das ist der Blick der Macht, der die Individuen anstrahlt und sie sozusagen in ihrer elementaren, also individuellen, elementaren, teilchenförmigen Verfassung sieht. Das macht das Gefängnis zu einem eminenten, interessanten und, wenn man so will, paradigmatischen Ort für Foucault. Und, es gibt doch keinen einzigen deutschen Denker, der sowas entwickelt, oder? Es gibt deutsche Historiker, die versucht haben, ähnliche Konstellationen zu beschreiben, aber natürlich nicht in dieser, wie soll man sagen, thesenhaft zugespitzten Form, die nun auch mit einem Schlag Soziologen, Anthropologen, Psychologen und Politologen provoziert. Ne? Foucault, glaube ich, hat, es gibt eine gewisse List in dieser Konstruktion, eine gewisse List, die darin besteht zu sagen, all diese Fächer reichen nicht hin, so ein Dispositiv, so nennt Foucault das, ein Dispositiv für das des Gefängnisses zu beschreiben, sondern im Gegenteil, all diese verschiedenen Disziplinen, die Soziologen, die Politologen, die Psychologen und so weiter, sind aus so einem Dispositiv selbst hervorgekommen. Sie brauchen das. Sie gehören dazu, sie sind die Gedankenpolizei. Genau. Und wenn Sie haben Mädchen in Uniform, ja, dann ist es zwar ein Film über erotische Beziehungen und über Gehorsam, aus Liebe oder so etwas, aber Sie würden sagen, das ist im Grunde nur eine andere Form eines angestrahlten, eines leuchtenden Gefängnisaufenthalts. Genau, also das heißt also einer gewissen Reinheit, einer gewissen Klarheit, einer scharfen Konturiertheit der Individuen, in der ein intimes und eben kein äußerliches, sondern intimes Machtverhältnis hergestellt wird. Foucault sagt an einer Stelle ganz explizit, das Interessante, was in den Disziplinargesellschaften seit dem 18. Jahrhundert in aufsteigender Linie passiert ist, dass die Macht den Einzelnen auf den Leib, wenn man so will, in den Leib, in die Lüste fährt. Und diese innige Verbindung von Körperlichkeiten und Machtverhältnissen, von Lüsten und Machtverhältnissen, von intimsten und ferner Machtkonstellation, genau diese Verbindung, ne, also dieses Verschweißen, will Foucault deutlich machen. Und dafür steht auch das Gefängnis als ein gewisses Moment da. Und er gebraucht diesen Ausdruck so ähnlich, wie die Griechen sagen, der Leib im Gefängnis der Seele. Mhm. Ja? Oder die Seele im Gefängnis des Leibes. Ja, also Foucault dreht es ja regelrecht um. Ja. Er dreht also diese alte platonische, platonistische, christliche Tradition, in der der Leib das Gefängnis der Seele sei, dreht er um und sagt, und das Gefängnis wäre ein Beispiel dafür, die Seele ist das Gefängnis des Leibs. Und das bedeutet, und das ist ein durchaus atemberaubender Gedanke, das bedeutet, dass durch bestimmte Disziplinen des Körpers, durch den Stundenplan, durch Tagesabläufe, durch
Betordnungen, Praktiken, Körperübungen aller Art, dass durch diese ganze Konstellationen sozusagen der Körper tief gemacht wird und eine Seele bekommt. Ne? Und der Körper sprechend gemacht wird, zum Ausdrucksorgan. Sodass also das ein anderer Ausdruck für Zivilisation ist. Ja? Genau. Zivilisation unter dem Bann, würde Adorno sowas nennen. Und das heißt, im Bild des Odysseus, der sich fesselt und gleichzeitig den Sirenen unter dieser Bedingung zuhört, ohne ihnen zu verfallen. Ja? Genau. Also, der selbstgefesselte Mensch, das wäre der, das Gefängnis, schön gemacht. Genau. Ja. Die Frage, die damit verbunden ist, an welchen Stellen und ganz elementar, an welchen Körperteilen lässt sich der Leib, der Körper spiritualisieren? Wie kriege ich die Seele, die nicht evident ist, die niemand sieht, ne, die niemand fassen kann, wie kriege ich diese Seele in diesen Leib, wie kann ich sie sichtbar machen, wie kann ich den Leib transparent machen für das, was seelenartig an ihm sein also kann, wenn man die Seele wie ein Vogel einsperrt, in einen Käfig und dann dafür das, in der Wohnung. Nein, umgekehrt. Die Seele wird sozusagen das Gefängnis, in dem der Körper existiert. Der Körper wird eingesperrt und aus dieser Einsperrung resultiert ein spiritueller Effekt, der plötzlich als Seele, als Seelensprache, als Seelenschrift und so weiter sichtbar wird. Und ich glaube, das ist eine elementare Experimentalanordnung auch. Und ich glaube, das 19. Jahrhundert hat das auch so gesehen. Also Gefängnisse sind nicht einfach nur Institute der Einsperrung, des Wegsperrens, sondern wie Krankenhäuser sind es Orte, in denen plötzlich Menschentypen sortiert werden können, in denen man Verbrechertypen, Charaktertypen, psychologische Typen etc. sieht. Und zwar in einer langen Reihe vom Krankenhaus über das Gefängnis zur psychiatrischen Anstalt und so fort, Waisenanstalten und so fort. Ne? Überall dort werden nun Menschen sortiert und diese Menschen werden nicht nur nach körperlichen Qualitäten sortiert, sondern nach dem, was diese Körper an Seelenartigen, ne, an Psyche, in irgendeiner Form sichtbar machen. Und deswegen sind es Experimentalanordnungen. Und die ganze anthropologische, aber auch medizinische und psychologische Wissenschaft hat dieses Menschen, in Anführungszeichen, Material vor Augen und kann daraus den Fundus einer Menschenforschung schöpfen. Und jetzt gibt es die Ablösung dieser Disziplinargesellschaft durch die Kontrollgesellschaft. Was heißt das auf Französisch? Société de Contrôle. Und was empfindet man dabei? Was ist eine Société de Contrôle, die so etwa Mitte des 20. Jahrhunderts allmählich die Disziplinargesellschaften, also die alten Charakterordnungen, ablöst? Ja, vielleicht müsste man dazu einige, zwei, drei Elemente dieser alten Disziplinargesellschaften benennen, um die Veränderungen deutlich zu machen. Ne? Also wichtig erscheint zunächst mal, das wäre ein erstes Element, dass die Disziplinargesellschaften die Individuen verorten. Es ist eine Gesellschaft der Platzanweisung. Ne? Platz in der Schule, Platz im Gefängnis, Platz in der Gesellschaft und so fort. Und damit werden auch ganz bestimmte Biografien fabriziert. Also der Zusammenhang von Individuum und Adresse ist ganz wichtig dabei. Ein zweites Moment für die Disziplinargesellschaft ist eine kohärente Zeitordnung. Also Gestaltung von Tagesabläufen, aber auch Gestaltung von Lebensläufen. Ne? Jedes Individuum hat eine eigene Karriere und individualisiert sich, ne? Kriegt individuelle Qualität über seine eigene Geschichte hinweg, Bildungsromane. Ne? Die Disziplinargesellschaft ist eine Gesellschaft, die Bildungsromane herstellt. Ein weiteres ganz wichtiges Element der Disziplinargesellschaft ist eine komplizierte, aber effiziente Zuordnung von Individuum und Masse. Ganz wichtig, dass auf der einen Seite das Individuum sozusagen in seiner unverwechselbaren Qualität herauspräpariert wird, dass aber immer die Zuordnung von Individuum und einer Masse garantiert werden soll, beispielsweise im Militär. Ne? Also die Formierung einer geordneten Menschenmenge ist ein weiterer Aspekt. Und der letzte, entweder in schwarzen Anzügen oder aber in Uniform. Genau. Und diese Zuordnung ist, glaube ich, ganz eminent für das Funktionieren von Disziplinargesellschaften. Und der letzte Aspekt, der, glaube ich, nicht unwesentlich ist für Disziplinargesellschaften, der hängt sehr eng mit der Entstehung der Fabrik zusammen. Und das ist die Erzeugung eines kohärenten Kräftefelds. Das heißt, jedes einzelne Individuum ist ein Potenzial an Kräften, das nicht verloren gehen kann. Es darf nichts verloren gehen, der Staat darf nichts verlieren. Und diese kleine Kraft muss mit allen anderen gesellschaftlichen, technologischen, ökonomischen Kräften koordiniert werden. Also die Herstellung eines komplexen Kräftediagramms, in dem die resultierende Kraft sozusagen alle anderen Kraftvektoren bündelt. In der Fabrik ist es ganz deutlich, ne? Also eine Handbewegung muss mit der Maschine korrespondieren, die Maschine muss mit der Fabrik insgesamt korrespondieren, die, und so weiter. Die Panzer, genau. Die Luftwaffe, die Infanteristen mit
miteinander zusammenwirken. Ja, der Gegner arbeitet noch zu. Ja. Das Höhepunkt ist die sogenannte gefügeartige Arbeit, wo eine Arbeitsleistung auf die andere antwortet. Genau. Also 17 Mann an einem komplizierten Kran. Ja? Genau. Und auf jeden kommt es an. Das wäre das Idol der Disziplinargesellschaft. Genau. Und das heißt, die Rhythmisierung auch dieses Lebens, ein Inbegriff genau dieser Ordnung ist sowas wie die Arbeitswissenschaften, Taylorismus, ne? Wo also die kleinste Geste, eine Handbewegung an einer Maschine vermessen wird, um den effizientesten Weg ausfindig zu machen. Das heißt, um ausfindig zu machen, mit wie viel Aufwand möglichst wenig Energie verloren werden aber kann. Aber als Idol funktioniert diese Gesellschaft, wenn sie freiwillig, wenn der Patriot in der Schlacht von Valmy nicht mehr geführt werden muss, sondern einer, ein Mann reagiert auf alle übrigen, als wäre er die Republik, als wäre er Gesetzgeber. Das wäre im Grunde der Höhepunkt der Disziplinargesellschaft in diesem Sinne, wäre Kants Gesellschaft, dass jeder Mensch ein Gesetzgeber ist. Genau. Ja? Und mehr noch, und für Foucault beispielsweise war da immer auch die Pädagogik ein eminenter Posten, wo jeder nicht nur sein eigener Gesetzgeber sein soll, sondern auch erzogen werden will. Ne? Also der Wunsch, erzogen zu werden, der Wunsch, wenn man so will, gefügig zu werden, der Wunsch, einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen, der Wunsch, in irgendeiner Weise sich inserieren zu dürfen, ist, glaube ich, eminent mit der Disziplinargesellschaft verbunden. Und es gibt also nicht nur ein Begehren der Macht zu regieren, sondern es gibt ein Begehren der Individuen, regiert zu werden. Und diese Kollaboration zweier Seiten macht das Gefüge der Disziplinargesellschaft aus. Und ich könnte eine solche Disziplinargesellschaft mit den Begriffen der Aufklärung begleiten, mit den Beschreibungen, dann würde ich nichts fälschen. Ja. Ja? Und ich könnte sie mit in einem faschistischen Staat wiedererkennen, als die gleichen Elemente. Als Elemente, die sozusagen zusammengebaut, umgebaut, transformiert werden können. Ne? Das ist also eine Baustelle, die nicht unbedingt, und das ist ja der Clou dabei. Ne? Deleuze sagte einmal, man darf sich nicht vorstellen, dass Gesellschaften kohärent funktionieren, sondern da läuft es immer wieder aus, das leckt. Gesellschaften sind offen, ne? Die verlieren immer irgendetwas. Das sind Baustellen. Auch Machtgefüge sind Baustellen. Und dieser Einbruch symbolischer Grenzen, den könnte man mit Foucault und Deleuze zusammen als eine Auflösung von Einschließungsmilieus begreifen. Das heißt also, die Einschließungsmilieus, Krankenhaus, Gefängnis, Kindergarten, Schule, Fabrik etc. auch Heimat, Sicherheit, Identität nennen würde, die werden aufgebrochen. Genau, die werden aufgebrochen und plötzlich, und das wäre eine elementare Definition dessen, was Foucault mit der Kontrollgesellschaft anvisiert, plötzlich werden die Individuen freigesetzt, finden sich nicht mehr in den gewohnten Räumen wieder, irren durch Korridore, irren durch Straßen, plötzlich tauchen andere Ortschaften auf, die nicht mehr durch abgegrenzte Territorien bestimmt sind. Das wäre ein erstes Zeichen dafür.